So, herzlich willkommen zu meiner Wenigkeit. Es ist Freitag. Wochenende, wie schon gesagt, ein kleiner Livestream für alle, die das hier schauen und vielleicht Lust haben. Am Wochenende jetzt morgen, der Samstag, da könnt ihr ganz gerne auf meinen Kanal mal vorbeischauen. Da werde ich nämlich streamen. Es geht um Stellar Blade, das Popo-Spiel, wie man das so schön nennt. Das werde ich mir angucken. Und wenn ihr da Lust habt, mitzugucken, dann seid ihr ganz gerne herzlich eingeladen auf meinem Kanal morgen. Uhrzeit weiß ich noch nicht so ganz genau. Wird aber wahrscheinlich so zwischen mittags und abends sein, wo ich dann anfange. Und das wird sich dann auch am Sonntag so fortsetzen. In dem Sinne wünsche ich euch schon mal wenn ihr dabei seid, viel Spaß. Und dann sehen wir uns da auch auf jeden Fall. So, weiter geht's. Ja, wir hatten ja das große Problem, dass wir viel zu viel... Ach ja, du funktionierst ja nicht, weil wir noch keine Verbindung hier haben. Könntest du... Ja. Genau da und da. So. Und bauen. Weil wenn der nämlich produziert, haben wir Dampfhochdruck. Mit Dampfhochdruck erzeugen wir dann... Der erzeugt sogar so viel, dass wir da erstmal Ruhe haben. Der erzeugt ja so viel Power, dass wir eigentlich erstmal kein Wasserproblem haben sollten. Jetzt muss ich nur noch mal kurz gucken. Diese Wasserrohrleitung, die wir ja haben... Das ist hier Wasser, ne? Ja, das müssen wir verbessern. 100 Pro. Das müssen wir verbessern, ob wir wollen oder nicht. Das haben wir schon auf Stufe 3. Das haben wir schon auf Stufe 3. Verbessern. 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 Wie ich schon gesagt, das sollten wir definitiv regeln. Das ist aber noch nicht Rohrleitung. Das ist aber noch nicht die Rohrleitung 3, oder? Doch, wird gerade aufgewertet zur Rohrleitung 3. Wie weit gehst du denn bitte? Ach du Scheiße. Guckt euch dieses Kauderwelsch an. Okay, das wird wieder in den Kreislauf gespeist. Okay, das ist interessant. 71 mal Konstruktionsteile. Und zack. Und da haben wir den Durchfluss. Okay, cool. Wie wir sehen, Wasser, wupp, 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 ist instant wieder weg. Also wir haben kaum viele Möglichkeiten. So, du produzierst und das heißt, Wasser müsste jetzt in ganz großen Mengen produziert werden. Zack, bam, rein damit. Und das nächste, zack, bam, rein damit. Hier sparen wir so gesehen auch noch Kohle. Das ist ganz geil. Und wir benutzen sogar Leichtdestillat. Das heißt, wir haben da sogar ganz gute Möglichkeiten, noch zusätzlich Wasser zu produzieren. Das feiere ich gerade ungemein. Das sollten wir nochmal aufwerten hier. Naja, bei der Masse müssen wir das hier auf jeden Fall nicht aufwerten, aber Jacke wie Hose. Das heißt, wir sollten auf lange Sicht wieder ein bisschen mehr dafür tun, dass wir Wasser weggeben. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir natürlich extrem viel Wasser wiederum verbrauchen. Ich würde die erstmal komplett anlassen, weil sonst habe ich das Gefühl, dass wir gar nicht mehr vorwärts kommen. Und ich habe auch den Eindruck, dass diese eine Produktion, die ich hier habe, gar nicht reicht. Ich bräuchte das theoretisch nochmal. So ist jedenfalls mein Eindruck. Und kann ich aus Sohle wieder Wasser machen? Ich weiß, ich frage mich doppelt und dreifach, aber aus Sohle kann ich kein Wasser mehr machen, ne? Irgendwie so als Nebenprodukt. Wahrscheinlich ist das eine doofe Frage für alle Leute, die sich jetzt so denken, alter Falter. Nee, aber das machen wir ja schon, Abwasserschlacke, oder? Abwasseraufbereitungsanlage, haben wir die schon gebaut? Nee, ne? Nee, die haben wir nicht gebaut, okay. Es regnet, schön. Wie gesagt, auch Solo könnten wir Salz machen. Das wäre gar kein Problem. Hilft uns aber jetzt erstmal so weit erstmal gar nicht. Ich hätte ganz gern schon eigentlich ein Fahrzeug, was dafür zuständig ist. Die ganze Zeit. Das wäre schon ganz cool. Wie gesagt, der knallt das ja so raus. Zack, bam, nächste. Zack, bam, nächste.
Und trotzdem wird es wahrscheinlich nicht reichen, welch Ironie, für diese gesamte Produktionsstätten. Und guck mal, hier haben wir ganz viel Wasser. Woher kommt eigentlich das Wasser hier eigentlich? So, Fragen über Fragen. Weil die Dinger sind voll, wie wir sehen. Und die werden benötigt für die Produktion von BTM, wollte ich schon sagen. Beton. Okay, dafür brauchen wir Wasser. Verstehe ich. Das ist ja auch richtig. Das benötigt man dafür. Alles korrekt. Aber mehr nicht? Mehr ist das nicht? Und woher kommt das Wasser? Aus dem regulären Wasser. Alles klar. Das heißt, die verbrauchen einfach nicht so viel und deswegen stagniert es da. Okay, gut. Hab's verstanden. Ja, wir haben ein Wasserproblem. Wir können natürlich sagen, weil unsere Einigkeit ja momentan so hoch ist und wir auch generell ja so viel zu haben, dass wir wahrscheinlich einfach sagen. Nee, das ist ja das, was wir angemacht haben, ja. Haben wir davon Stufe 2? Ich weiß, das ist nicht geil. Aber wir müssen ein bisschen darauf regulieren, dass wir da vorwärts kommen. Und wenn es nur Prozente sind. Prozente machen bei diesen ganzen Haufen hier natürlich schon eine ganze Menge weg. Deswegen bin ich mal gespannt, ob uns damit geholfen ist. Dass die darüber nicht happy sind. Happy ist, was ist das denn für ein Wort, Alter? Dass die darüber natürlich nicht happy sind, ist auch klar. So, den machen wir mal wieder auf Pause. Dafür setzen wir den jetzt mal rein. Zack, viel Spaß, enjoy. Guck mal, da haben wir schon 33 Sohle. Und das Geile ist, das interessiert halt hier wirklich keinen, weil, ja, ist eh voll. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir es gerade so haben. Wir gucken mal, wie sich das jetzt entwickelt mit diesen ganzen Zusätzen. Ob sich unsere Lager wieder so leicht füllen, weil da müssen wir natürlich auf lange Sicht wieder hinkommen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir natürlich durch den Niederdruck, den wir ja momentan, dem verballern wir ja momentan eigentlich nur, das ist leer. Niederdruck, der geht hier durch und wird dann weitergeleitet an. Und du produzierst Niederdruck nur für eine Maschine, 24. Okay, passt aber. Hier sind, warte mal, wie viele Maschinen sind hier? Zwei dran. Also die zwei sind ja dran. So, dann haben wir hier noch zwei. Das heißt, wir haben eigentlich viel, viel, viel zu wenig dafür. Und wie wir sehen, sind die auch unter Dauerstress mehr oder weniger. Das heißt, wir könnten hier rein theoretisch noch sagen, Keule. Wir bauen hier noch so einen Kühlturm. Beispielsweise könnten wir tun. Es wäre möglich. Und ich finde auch, dass wir das vielleicht tun sollten. Wäre das so gut? Einmal so. Einmal so. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das natürlich auch ans Richtige angedockt ist, weil wenn wir das nämlich ans falsche Rohr heften, dann haben wir Spaß. Hier kommt Wasser durch, ne? Ja. Weil rein theoretisch sollte das hier möglich sein, was ich hier baue. Das sollte alles kein Problem darstellen. Also wäre auch noch mal eine kleine Optimierung. Wir bauen es mal schnell, damit wir da noch mehr Wasserunterstützung kriegen. Und wie wir sehen, produzieren wir. Sehr schön. Das heißt, noch mehr Wasser. Und wie wir sehen, es füllt sich so langsam. Das ist gut.
Puh, dann haben wir das wenigstens schon mal ein wenig abgedämpft. Meine Güte. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Da müssen wir weiter einen Blick drauf haben. Definitiv. Einen ganz großen Blick drauf haben. So, Plastik. Ja, da kommen wir wieder natürlich zur alten thematischen Schule. Für Plastik brauchen wir... Ah nee, was war denn das? Für Ethanol. Der gute Alkohol. Für den guten Alkohol benötigen wir... Gärtank. Ich hätte ganz gerne Zucker und Sauerstoff, bin ich ganz offen und ehrlich zu euch, denn da produzieren wir wenigstens größere Massen an Ethanol. Und wir könnten, wenn wir wenigstens eine Produktion haben, die uns 12 Zucker garantiert, sagen wir es mal so, könnten wir dadurch natürlich Plastik herstellen. Mit Ethanol. Oder? War Ethanol nicht zwingend notwendig, um Plastik herzustellen? Kunststoff, meine ich. Ist ja das Gleiche. Kunststoff. Kunststoff produzieren wir mit Chlor. Wir können auch Rohbenzin nehmen, das finde ich aber fragwürdig. Mit Ethanol und Chlor. Aber da brauchen wir 12, sehe ich gerade. Das heißt, um das wirklich herzustellen, brauchen wir eine ganze Menge Ethanol. Tja. Und halt, um Ethanol überhaupt erstmal zu kriegen, bräuchten wir erstmal Zucker. Und um Zucker zu kriegen, brauchen wir auch die Konstruktionsteile. Und für Konstruktionsteile brauchen wir Elektronik. Und für Elektronik wiederum brauchen wir Leiterplatten. Und für Leiterplatten, wer hätte es gedacht, brauchen wir Kunststoff. Okay, also ihr merkt, es ist verrückt. Es ist absolut verrückt, was wir nicht alles brauchen. Das heißt, um Kunststoff herzustellen, müssen wir uns jetzt wirklich mal ganz kurz... muss ich mir nochmal die Gedanken machen, ob wir jetzt... Rohbenzin haben wir doch ganz wenig in der Produktion, oder? Rohbenzin? Haben wir irgendwo Rohbenzin rumfliegen? Das wäre mir nämlich ein absoluter... wäre für mich neu, dass wir Rohbenzin haben, was wir so einfach nebenbei produzieren. Ich meine, ich habe keine einzigste Anlage für sowas. Ne, hier auf jeden Fall nicht. Wir gehen mal ganz kurz nochmal hier in die Rohbenzin. Rohbenzin. Produzieren wir in der Produktion, in der Cracking-Anlage beispielsweise, wenn wir... Schweröl. Na, das macht für mich absolut gar keinen Sinn. Das macht für mich gar keinen Sinn. Nee. Also von der Produktion her macht das für mich absolut gar keinen Sinn. Da bin ich doch eher bei Maisbrei. Wir produzieren zwar echt wenig, wir müssten, wenn wir das so überlegen, Maisbrei vor allem, das ist ja nicht mal eben... Puh, das ist natürlich schwierig. Maisbrei. Wir produzieren ja schon Maisbrei, so ist es ja nicht. Aber da brauchen wir natürlich auch wieder Wasser und viel Mais. Momentan haben wir Maisbrei nur für... Ja, hier Mais wird da produziert. Das Problem ist, Mais ist momentan gar nicht so... Mach mal 100% bitte. Ihr merkt, ich brauche viel mehr Mais. Und das im großen Stile, um hier gut Plastik produzieren zu können. Also eigentlich müsste ich mir überlegen, wo ich das alles hinbauen will. Und puh, jetzt wird der Platz so langsam ein bisschen knorkerig. Knorkerig ist auch ein schöner Begriff. Wir müssen uns mal überlegen, wie wir das handeln wollen. Wo hast du denn bitte ein Problem? Wo willst du denn hin? Warum willst du da hin? Ach, weil Koffer... habe ich es zugebaut? Ich habe es zugebaut, kann das sein? Ja, ich habe es zugebaut. Das ist natürlich ganz schlecht. Dann produziert ihr ja gar nichts mehr. Sehe ich das richtig? Ja, ich sehe es richtig.
So, ich weiß, das ist dämlich, was ich hier baue, aber ich muss es tun. Ich muss es tun. Weil sonst kommt da keiner mehr ran. Durch die Rohrleitung natürlich, die gelegt worden sind. Zack, 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 zack. Aus die Maus. So, hier ist klar, hier können sie was anliefern. Sollen sie auch, dann wird das halt da weitergeleitet. Und dann haben wir auch schon die Möglichkeit, Kupfer da ranzubringen. Und guck mal, da kommen schon die ersten LKWs. Zack, 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 zack. Fertig. Schon ist es erledigt. Und natürlich sollten wir das verbessern. Das sind schon die Bandförderstufe 2. So, das sollte man nochmal schnell aufwerten, sonst haben wir nämlich hier ein ganz kleines Problem. Guck mal, die ballern das da rein, das ist cool. Wenn wir da jetzt noch die Möglichkeit haben, dass wir das aufwerten, was wir jetzt getan haben, dann fliegt das. Guckt euch das doch mal an. Ach, ist das schön. Und wenn wir ganz richtig sein wollen, dann können wir eigentlich auch rein theoretisch sagen. Wupp, 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 wupp. Und dann werden wir das auch noch machen, weil, wie wir sehen, haben wir hier zwei Förderbänder dran, dass wir dann eine kontinuierliche, gute Verteilung haben. Natürlich wird der Verbrauch dann auch wieder hochgehen, selbstverständlich. Aber, ja, ist halt so. So, und dann müsste, sobald das da angekommen ist, müsste das gleichmäßig dann verteilt werden. Sehr schön, tut's auch. Cool, das heißt, Kupfer kann auch wieder abgeerntet werden oder wird regelmäßig jetzt abgeerntet. Unsere Bagger haben hier gar nichts mehr zu tun, das ist schlecht. Woran liegt das? Aber hier ist doch eine kleine Erhöhung, das sehe ich doch von hier aus. Bin ich doch, bin ich jetzt blind oder doof? Ich glaube, ich bin blind und doof. So, Moment, dann würde ich sagen... Ebenerdig. Nee, ups, das war das Falsche. Falsche Modul, wir sollen ja baggern, Leute. Interessant, dass er das dazu zählt, wie ihr merkt. Wir machen hier mal 70. Überlegt mal, wir sind jetzt hier schon bei 70 angekommen, ey. Krasse Kacke, ey. Wir machen das hier mal alles weg. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp. So, und gehen dann runter auf 70 und sagen dann einfach mal go for it. Viel Spaß. Enjoy. Siebzig. So, dann lassen wir diese kleine Lücke, weil ich ja, wie schon gesagt, das Problem, glaube ich, habe, dass wir da sonst in Spulitäten kommen. Und das muss ja nicht sein, ne? Das ist, wenn man es vermeiden kann, sollten wir es auch vielleicht vermeiden. So, okay, gut. Dann haben die wenigstens was zu tun. Freut mich, weil Kohle brauchen wir mehr denn je. Bis wir diesen Bergwerk haben, weg haben, das dauert auch noch Äonen von Jahren. Was sagt Wasser? Ja, Wasser geht hoch, aber... Obwohl, nee, ist alles gut. Wir sind wieder am guten Limit. Sehr cool. Haben wir nochmal optimiert bekommen. Sehr schön, das freut mich, das freut mich, das freut mich ungemein. Okay, cool. So, das heißt also, ja genau, wir müssen unsere Wasserproduktion, ist ja schon mal ganz gut, aber wir werden auch nochmal viel, viel mehr... Mais anpflanzen müssen, um generell hier auf einen Nenner kommen zu können. Und das wird natürlich eine Herausforderung, wie ich finde. Durchschnittsproduktion 11,2.
11,2 Mais. Aus diesem Mais wird aus einem, ja, guck mal, 12. Wenn wir das natürlich optimiert kriegen würden, wäre das richtig geil. Andererseits haben wir Tierfutter, was wir momentan noch nicht gebrauchen können. Wie wir sehen hier. Ganz wenig nur. Können wir mit Tierfutter handeln? Das wäre so meine nächste Frage, die ich denn hätte. Wir ballern mal die zwei Produktionssachen da rein. Können wir mit Tierfutter handeln? I don't think so. Das ist unser Zuhause. Da können wir nur besuchen. Mit Tierfutter können wir wahrscheinlich nicht so wirklich viel anfangen, wie ich sehe. Und wenn, sind das alles Verträge. Verträge sind jetzt sehr uninteressant für uns, muss ich sagen. Schwefel, Brot. Nee, das wollen wir alles nicht. Könnten uns Hühner erkaufen. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Kohle. Nee, können wir uns alle nicht so wirklich irgendwie was drunter. Nee, geht nicht. Einigkeit geht auch runter momentan. Das ist schlecht. Warum eigentlich? Verschmutzung durch Fahrzeuge. Haben wir eine ganze Menge Haushaltswaren. Da meckern sie. Ja, Haushaltswaren. Ihr und eure Haushaltswaren. Das könnten wir aber selber produzieren, soweit ich das gesehen habe. Ich meine, dass wir doch forschungstechnisch doch bald in der Lage dazu wären, oder nicht? Hatten wir nicht irgendwas mit Büro? Dass wir dieses Produktionsgebäude da hatten? Da? Haushaltswarenmodul. Gut, das ist eine Haus. Haushaltswarenmodul, da haben wir es doch. Das produziert. Das produziert Möbel. Und ich würde sagen, dass wir da auch eine Produktionskette bauen. Aber mir fehlt irgendwas. Irgendwas meckert da. Muss ich das irgendwo draufbauen? Ah, du produzierst das am Gebäude selbst. Jetzt verstehe ich. Interessant. Okay. Ach, das ist nur das Modul, dass sie denn Tische kriegen oder was? Ah. Ja, gut, das ist ja was anderes. Aber wie produziere ich es denn? Haushaltswarenmodul. Also der beliefert dann so gesehen. Oder wie? Im letzten Monat verbraucht 60. Ja, das ist ja schön, dass ich das war. Moment. Haushalt. Haushaltswaren. Wir können Haushaltswaren in der Montage bearbeiten oder in der Montage 3 sogar. Aha. Haben wir nicht gerade eine Montage irgendwo auf Pause gehabt? Warte mal, hatte ich da nicht irgendwas? Ich hatte doch irgendeine Pause. Nee, hat man nicht. Okay. Aber wir haben. Ja. Wo haben wir sie denn? Da. Holz, Stahl, Glas. Ja, ich würde sagen. Rein damit. Rein damit. Bauen. Bauen. Weil dann hätten wir die Einigkeit definitiv wieder oben mit diesen Luxusgütern. Nein, du sollst das nicht produzieren. Haushaltswaren 16, ja. Dafür brauchen wir natürlich wieder Glas, aber Glas produzieren wir ja auch so nebenbei. Zu Genüge, wie ich finde. Können wir nicht meckern. Wir haben auch viel zu viel Glas über, glaube ich. Von da aus, ja, die produzieren jetzt Haushaltswaren. Das heißt, die freuen sich dann über Möbel, ja. Und die Leute sind glücklicher. Das ist ja ein Luxusgut, was wir denn haben. Über die Haushaltswaren. Okay, cool. Puh, so viel zu tun. So viel zu tun und doch noch so wenig geschafft in diesem Spiel. Das kann auch nur dieses Spiel, muss man dazu sagen. Das ist bemerkenswert. Also immer wieder muss ich das festhalten. Es ist bemerkenswert, wie gut das Spiel das kann. Es ist unfassbar. Unfassbar, unfassbar. So, Tierfutter habe ich schon gesagt, ja. Hätte ich ganz gerne dann irgendwie. Ja. Ja, hier ist natürlich der Nachteil. Gelände zu hoch, sagt er hier. Gelände zu hoch. Ja, da meckert er wegen den.
Das würde noch gehen. Das Problem sind diese Gebäude hier gerade. Das weirdet mich an, sage ich gerade. Dass ich das so gebaut habe. Das hätte ich ganz gerne umgebaut. Der Weg wäre auch viel kürzer, wenn wir das hier um die Ecke gemacht hätten. Ja, komm. Das machen wir dann sogar. Flup. Flup. So. Du teilst das nur auf, oder? Nee, Moment. Du teilst das gar nicht auf. Das ist einfach der Weg, den du brauchst, um das herzustellen, oder nicht? Mais. Das soll Mais sein? Das ist Raps. Ach, der produziert Rohöl. Oh, mein Fehler. Moment, da habe ich was falsch gemacht. Raps? Ja. Du brauchst Raps, nur Raps, mehr nicht. Okay. Und dann produzierst du Speiseöl. Ja, cool. Speiseöl knallen wir hier dran. Und dich. Da ist ein Rohr. Ich will kein Rohr, Dude. Ich will, ja. Ich will, dass du das daran knallst und du knallst dich da dran. So. Und das ist ja das gesamte Raps, ne? Ja. Ran da. So. Könnt ihr das mal ganz kurz abreißen? Sonst komme ich hier erheblich in Spulitäten. Das kann weg. Ja, die Wasserrohrleitung, die müssen wir nochmal unterbinden. So, das heißt, das bauen wir schon mal. Das bauen wir. Ach, wir bauen einfach fast alles hier schon. Zack, 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 zack. Zack, das bauen wir schon mal alles. Außer die Verbindung da. Die lassen wir mal. Ich weiß gar nicht, wo er den Raps hinbringen will. Hier, da könnt ihr voll halten, Leute. Macht den leer und da soll voll werden. Das wäre ja eigentlich nur eine Win-Win-Situation gerade. So, das machen sie auch. Sehr schön. Das machen sie sehr, sehr, sehr schön. Wunderbar, 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 wunderbar. Weil dann kann nämlich das Gebäude jetzt abgerissen werden. Sehr schön. Ja, da fehlt uns natürlich noch ein bisschen das Rapsiöl. Ist aber jetzt auch schon weg. Sehr schön. Das heißt, dieses lange Gerüst an Strecke kann auch weg. Das Gebäude kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und ihr beide, ihr könnt eigentlich miteinander. Moment. So, dann machen wir uns gleich eine ganz einfache Verbindung, sobald das abgerissen worden ist. Das ist natürlich ein bisschen dämlich, dass man das jetzt so drüber machen muss. Vielleicht hätte das auch in Verbindung gesetzt, wenn wir da. Bauen. Dankeschön. Und jetzt würde ich ganz gerne. Na gut, Kopie. Warum gehst du nicht? Ah, ja. Ihr habt beide falschen Weg. Dann halt so. Mach das mal bitte weg. Und sobald wir das haben, haben wir dann hier genügend Platz. Und dann ist das Problem auch schon erledigt. Dann machen wir hier die Pause auch mal wieder rein. Weg, so rum. Und dann, ja, machen wir hier diese Verbindung und sagen, du sollst damit verbunden werden. Machen hier die Pause weg.
du hast das Rezept drinne, du sollst auch, ups, du sollst auch gar nicht angeliefert werden, absolut null. Ja, das ist mir relativ wumpe. Eigentlich muss es jetzt nicht. Deswegen können wir das auch ausstellen. Hier können wir es auch ausstellen. Okay, cool. Das heißt, wir haben wieder Platz für zweimal Mais. Und leider läuft Mais ja hier nicht so optimal, weil wir sehen, wir produzieren 11,2. Das ist ärgerlich, wie ich finde. Ich hätte es ganz gerne mehr, um ehrlich zu sein. Aber hätte, hätte, Fahrradkette ist immer so eine Geschichte für sich. So, die Frage ist, können wir uns das hier so erlauben? Ist das noch okay oder ist das verboten? Es wäre okay. Das heißt, wir hätten hier zweimal Mais als Produktion. Das heißt, wir hätten hier auch die Möglichkeit, nein, bis hier durch. Na komm. Nein. Nein, du sollst das da nicht anheften. Moment. Also, ich will das hier schon so halbwegs fertig haben. Das wäre schön. Das wäre schön. Bitte Spiel, sei nicht böse. Danke. So, so. Spiel, bitte, bitte. Und manchmal ist dieser Ankerpunkt schwer zu finden in diesem Spiel. Wie schon gesagt, könntest du... Danke. Weil manchmal sieht es zwar immer so kleinlich aus, was ich hier tue, wegen den Rohren und etc., aber es hat ja schon eine gewisse Grund, einen gewissen Grund, warum ich es so mache, wie ich es mache. Und dazu gehört auch das Verständnis dazu, wie die Rohre denn geleitet sind. So, hier haben wir unseren Dünger, der hilft uns. Bloß ich befürchte, dass wir gleich eine kleine Problem kriegen. So, also hier können wir einmal komplett durch. Das finde ich ganz cool. Wir müssen auf jeden Fall, steht auf jeden Fall fest, wir müssen definitiv noch viel, viel, viel mehr noch viel, viel, viel mehr Dünger produzieren. Können wir das auch von hier oben machen? Dankeschön. So, dann haben wir die Pause da auch. Das ist auch klar. Das heißt, die beiden kriegen Dünger und Wasser. Und wir haben zweimal Mais, was wir produzieren. Das heißt, wir können jetzt hier ein Lager bauen. Schon mal pro forma. Für Mais. Und geht das da nicht? Ah, nee, ich bin doof. Ja, so kann es natürlich auch. So kann das natürlich auch nichts werden, nur. Gut, so rangeknallt und da haben wir das einmal, okay. Herrlich. Okay. Wunderbar. Bauen, bauen, bauen. Das heißt, wir haben hier ganz viel Maisbrei. Beziehungsweise bauen hier sehr viel Mais an. Das heißt, ich werde beide schon mal bauen. Und ich finde, wir werden hier nochmal das so machen. Ich möchte hier wirklich gute Ernten haben. Das heißt, ich möchte hier... Ach, das ist ja der normale Wachstum, kann das sein? Ich will ja keine natürliche Regeneration, oder? Ist das die natürliche Regeneration? Nee. Das ist schon die besondere, die teure Version davon, ne? Mhm.
Egal, wir bauen's. Wir machen's. Wir ziehen's durch. Machen wir mal wieder die Geschwindigkeit höher. Forschungstechnisch sind wir jetzt auch eigentlich eher am Einschlafen, muss man dazu sagen. Aber, egal. Rein da. Das ist denn der erste Schritt dazu, dass wir Ethanol herstellen und aus Ethanol dann wiederum uns erarbeiten, dass wir Plastik kriegen. Denn Plastik wird der nächste große Bestandteil werden für die gesamte nächste Produktionsgeschichte, die wir hier so haben. Und wie schon gesagt, ich bin selber immer wieder überrascht über dieses ganze Wusel-Gewusel-Schnusel, was ich hier so aufgebaut habe. Aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Sehr interessantes Game, definitiv. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht. Wo ich das zum allerersten Mal gesehen habe, by the way. Ist schon sehr schön. Macht Spaß. So, Wasserverbrauch ist natürlich jetzt mal wieder extrem hoch. Das heißt, alles, was hier an Wasser reingeht, wird ordentlich belastet. Aber wie dem auch sei, wir haben hier Wasser. Wir sollen es nutzen. Wir werden es nutzen. Und ich werde auch hier mal wieder Pause machen. Denn wie wir sehen, sehen wir, dass wir hier erstmal Ruhe haben. Das Grundwasser werden wir mal wieder etwas schonen, sagen wir es mal so. Haben wir noch irgendwo die Möglichkeit, irgendwas einzuhaken? Ich meine, ne, Erntestatistiken hätten wir natürlich. 1% mehr Ertrag durch Einsetzen von Düngern. 20% mehr Ertrag wegen Bonus durch Bespielsweise Verordnung. Okay. Also hier sehen wir dann immer so einen Vorteil natürlich dementsprechend. Okay. Gut. Mais soll erstmal angepflanzt werden. Ich denke mal, das braucht erstmal seine gewisse Zeit. Denn, wie schon gesagt, den Mais erstmal dann in Maisbrei umzuwandeln, ist natürlich eine Geschichte. Und dieses Öl, was wir da momentan benutzen, wir haben viel zu viel, ne? Aber haben viel zu wenig Ethanol. Ethanol produziere ich ja schon hier, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, Ethanol. Maisbrei. Maisbrei. Tierfutter ist das Problem. Ja, das ist das nächste große Problem, was wir wahrscheinlich haben. Okay, Kohle haben wir zu viel, aber ich finde, Kohle kann man lieber zu viel haben als zu wenig. Ja, wir müssen uns überlegen, ob wir ein großes Gefäß haben für Tierfutter. Und ist auch die Frage, ob wir das vielleicht hier hinknallen wollen irgendwo. Ist halt die Frage, wo. Der Weg sollte jetzt auch nicht allzu lang sein, um ehrlich zu sein. Ist natürlich auch ein großes Gebäude wiederum, ne? Es ist schon ein sehr großes Gebäude. Aber anders gesehen brauchen wir es auch, damit wir unsere Produktion, was Tierfutter betrifft, ein bisschen entlasten, damit hier wieder, damit die Leute hier auch produzieren können. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Gute, aber ich meine, wir können nochmal runtersetzen, dass wir mehr Hühner haben, dann verbrauchen wir ja auch mehr. Aber wir produzieren ja auch im weitesten Sinne ja bald noch mehr. Also, egal wie wir es drehen und wenden. Wir müssen das befüllen. So, das heißt also, erstmal haben wir das Problem gelöst, dass wir Tierfutter jetzt wieder produzieren. Okay, cool. Das heißt, Ethanol wird also wieder produziert. Maisbrei wird wieder produziert, dadurch wird dann wieder Ethanol produziert. Hier machen wir das jetzt nur, um Diesel herzustellen, wohl bemerkt. Also eigentlich nicht unbedingt eine Win-Win-Situation, muss ich offen und ehrlich zugeben. Aber ja, it is what it is. Erst einmal. So, und hier haben wir auch schon unseren Mais. Und wie ihr seht, Mais, der fühlt sich ganz gut sogar. Sogar sehr gut. Uiuiui. Okay. Wir haben ja jetzt auch schon den besseren Mischer, habe ich ja gesehen. Vielleicht sollten wir ja dadurch, dass wir den besseren Mischer jetzt schon haben, vielleicht damit mal arbeiten. Kann der Mischer auch besseren Mais? Besseren Mais, ich bin auch so ein Mais. Nee, ne? Kann er nicht anscheinend. Oder ist das der überhaupt? Nee.
Doch, nein, nö. Warte mal. Was haben wir denn hier nochmal? Wo ist denn der normale? Da wird Maisbrei hergestellt. Das ist eine Mühle. Ah, okay. Da ist das Problem. Wir brauchen Mühle. Mühle, Mühle. Da, Mühle. Gut, das heißt, wir bauen hier die Mühle hin. Und die Mühle erzeugt Maisbrei. Und Tierfutter wäre jetzt gedacht. Tierfutter wiederum können wir eigentlich dann hier ran knötern irgendwie. Vielleicht da dran. Wäre eine Idee. Wir lassen hier mal. Ich baue mal zwei hin, weil, wie schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich das so hinkriegen könnte. Und das mit dem Wasser, ja gut, das kriegen wir auch noch hin. Das zapfen wir. Die zapfen wir uns hier ab, nicht? Guck. Machen wir einfach mal eine Leitung, mein Junge. Knickknack. Zack, zack. Zap, zarab. So, dran, dran. Das heißt, ihr habt Wasser. Zack, zack. Ihr habt eure Kuhmilch. Kuhmilch, ja. Nee, warte mal, das klappt so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das müssen wir mal ganz kurz entfernen, nicht? Meine Oma immer damals gesagt, nicht? Mignon? Ja, obwohl, nee, Mignon hat sie nicht gesagt. Das wäre gelogen. So wird ein Schuh draus. Das heißt, ihr produziert schön Maisbrei. Und ich würde auch sagen, dass wir Maisbrei. Wollen wir das in großen Stile produzieren? Ja, wahrscheinlich, ne? Na gut. Nachher wollen wir ja keinen Maisbrei, oder? Brauchen wir Maisbrei zwingend? Nee, Maisbrei ist halt nur das Produkt, um Ethanol herzustellen, meines Erachtens, oder? War das nicht so? Nee, da, Ethanol, warte. Genau, später könnten wir durch Zucker und Sauerstoff, aber momentan brauchen wir Maisbrei. Und davon brauchen wir 9 Maisbrei. Wie viel produziert ihr nochmal? Wo seid ihr? Da. Produzierst 9. Das heißt, wir hätten zweimal. 9 Ethanol. Das heißt, wir könnten also zweimal den. So, wie viel war mal Sauerstoff? Wir haben ja hier nur einen, 12. So. Und den Rest verballern wir. Ist natürlich auch doof irgendwo. Du produzierst 36. Das heißt, wenn ich dieses Rohr nehmen würde, um da oben ran zu knötern, wäre das eine Win-Win-Situation und ich müsste das hier nicht verballern, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir reißen das mal ganz kurz ab. Denn das ist mein Gedanke, den ich dazu habe. Und ich finde ihn gar nicht mal so verkehrt. Ich lasse hier mal eine kleine Lücke. I know why. So, wir bauen das erstmal so. So, der Maisbrei soll ja. Nee, wenn will ich ein großes Ethanollager haben und nicht Maisbrei. Maisbrei soll ja gleich weiter verleitet werden in dieses Gebäude wiederum, wo wir dann wiederum Sauerstoff brauchen und Maisbrei. Also, das heißt, ich baue hier eins hin und da eins hin. Das heißt, wir haben hier also unsere Produktion von Maisbrei. Du brauchst Sauerstoff, Ethanol und Kohlendioxid. So, Ethanol will ich jetzt erstmal einlagern. Wir hätten hier nur sogar eine Klinik, sehe ich jetzt gerade. Müssen wir die Klinik vielleicht sogar auch? Ja, die Klinik müssen wir sogar dahin bauen. Gut zu wissen. Ja, ist mir nämlich auch aufgefallen, dass wir die Klinik bauen können. Gesunde Bevölkerung verbessert zu den. Ja. Aber ich glaube, die Klinik braucht wiederum medizinische Produkte, die wir momentan noch nicht haben. Guck mal hier, was die Möbel ausrichten. Das ist der Hammer. Das ist der pure Wahnsinn. So, Wasser, bla bla bla, das kommt da rein. Maisbrei, Tierfutter. Tierfutter müssen wir definitiv irgendwie wegtransportieren. Und ich würde sagen, dass ich dafür. Ist das Schüttgut? Ja, das ist Schüttgut. Achso, ja. F. Ah, ist das Gebäude dann wieder im. Ja, das ist ein. Ah. Ja, das ist natürlich immer so ein Problem hier. Was man so hat, wenn man hier mit sowas arbeitet.
Obwohl, wir müssen ja nicht. Wir können ja so oberirdisch bleiben. Wir verbauen uns dann natürlich einerseits irgendwo. Moment, Moment, Moment. Können wir das hier irgendwie so miteinander verknüpfen? Boah, guckt euch das an, ey. Was man da für Umwege gehen muss. Das will er nicht, ne? Interessant. Ah, das möchte er aber. Okay, gut. Egal, Schildgutlager. Wir drehen das nochmal. Sagen, dass es eins höher sein soll. Dass das in Verbindung ist. Setzen das trotzdem nochmal eins höher. Und haben jetzt hier so gesehen unsere Ruhe. Weil wir dann hier oberirdisch unseren Weg der Wege gehen können und verbinden können. Das heißt, das Tierfutter wird dort schon mal weitergeleitet. Das heißt, hier geht der Maisbrei rein und der Sauerstoff wiederum, den führen wir. Könntest du bitte, liebes Spiel, danke. Könntest du einmal das, ja, das finde ich gut. Was du hier gemacht hast, finde ich nicht so gut. Ja, dass du das nicht machen kannst, das hätte ich mir komisch, hätte ich mir fast gar nicht gedacht. Warum machst du diese Kurve hier? Also das sind so manchmal so Hergehensweisen, die ich nicht so ganz verstehen kann. Na gut, dann machen wir das halt so. Also, und dann machen wir das so. Okay, gut. Das heißt, wir haben Sauerstoff-Maisbrei. Das müssen wir erstmal verbrennen. Dann möchte ich mir erstmal keine. Also Kohlenstoffdioxid, das können wir später nochmal für andere Dinge nutzen. Aber das ist jetzt erstmal relativ uninteressant. Zack. Kopieren. Zack. Ethanol. Großes Lager bauen. Ethanol ist flüssig, logischerweise. Und wir lagern es ein. Gut. Damit hätten wir schon mal alles gemacht. Und let's go. Boah, was eine Arbeit, ey. Was eine krasse Arbeit. Wo bringst du denn jetzt bitte den Mais hin? Ach so. Zum Lebensmittelhändler. Okay, das macht Sinn. Unsere Konstruktionsteile gehen übelst schnell runter. Ich mach das mal ganz kurz alles weg. Da müssen wir natürlich aufpassen. Beziehungsweise wieder mehr Ruhe reinflattern lassen. Warte mal, das mit dem Mais. Du produzierst die gesamte Zeit Mais und das geht jetzt alles wieder weg? Ja. Das ist natürlich das Problem, wenn wir sagen, dass das abtransportiert werden darf. Nee, soll es eben nicht. Also klar, die Leute sollen ja auch ihr Fressen haben, so ist es nicht, ne? Aber es ist schon ein bisschen mies, weil die Produktion ist ja dafür gedacht jetzt, sag ich mal. Das heißt, wir haben jetzt hier leider keine Produktion, wie man sehen kann. Aber das ist jetzt erstmal halb so wild. Ist egal. Wir produzieren auf jeden Fall Ethanol, das wissen wir jetzt damit. Was hast du denn ja jetzt da geliefert, bitte? Du sollst auch. Nee. Ah, ihr sollt gar nichts liefern hier. 0, 0, 0, nada, niente. Aus. Ihr braucht nichts liefern. Ihr lauft autonom. Hier könnt ihr machen, was ihr wollt. Gerne, bei Bedarf. Aber sonst nichts. Ist alles aus. Es soll alles autark laufen. Auch hier, ihr lauft ganz human, ohne dass irgendein Auto euch beliefern soll. Zusätzlich. Ich mache das nochmal explizit, weil manchmal habe ich so den Eindruck, dass ich damit auch gewisse LKWs nochmal unterstützen kann, damit sie den Fokus finden. Gut, okay. So, in 2,5 Monaten haben wir denn unsere erste große Produktion? Was sagt denn unser Wasser? Sieht gut aus. Ist gut.
Strom ist gut, 22 Megawatt, aber guck mal, wir haben nur 9,6 Megawatt. Aber wie schon gesagt, wir haben auch Leistungsspitzen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Guck mal, momentan machen wir sogar beide an und das funktioniert. Finde ich sehr erschreckend, dass das überhaupt funktioniert. Ich mache mal hier ganz kurz wieder eine Pause, ne? Sonst habe ich da wieder zu viel Föhlefanz. Und die schürfen und schürfen und schürfen. Und hier haben wir wieder Erz. Ist Erz eigentlich momentan Mangelware? Nicht wirklich, aber sie haben wieder aufgehört. Leute, was ist denn da los? Was ist denn da los, nicht? Komm hier, mach mal ein bisschen breiter den Kram, ne? So, die sind noch bei. Die sind auch noch mit bei. Und da kommt unser Mais. Das heißt, Mais wird jetzt produziert mit Wasserkombination. Sehr schön. Das heißt, wir haben dann unseren Maisbrei. Dieser wird dann wiederum weitergegeben. Und dann produzieren diese Ketten wiederum unser geschätztes Ethanol. Und damit habe ich dann den Meilenstein gesetzt, dass wir in der nächsten Folge uns vielleicht um Plastik dann kümmern werden, also Kunststoff. Damit wir Kunststoff endlich mal herstellen, zwar noch nicht im großen Stile, auch noch aufwertungsfähig, vor allem wenn wir dann Zucker haben. Aber ich denke mal, dass wenn wir alles in der nächsten Folge so machen. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, Chimity, euer Capella.